Hallo und herzlich willkommen, liebe Rätselfreunde, im Kreuzel der Kreisworträtsler. Ich meine, im Kreisel der Kreuzworträtsler. Nein, natürlich in unserem kleinen Kreuzworträtselkreis, auch Kreuzworträtselrunde genannt. So, dann wollen wir mal der Taufzeuge. Ich sollte aufpassen, dass ich mich hier nicht verlese. Den kannten wir ja mal, Fische. Unter anderem können das die hier sein, Mediziner. Also das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bühnenaufzug. Mal schauen. Afrikanisch für willkommen. Ach du Schande. Das weiß ich nicht gerade so. Der Vulkan auf Sizilien, den haben wir uns gemerkt. Der Akteur weiß ich noch nicht, aber Eingang. Eine Tür. Ja. Altrömischer Kriegsgott. War das nicht der Mars? Ja, das war der Mars. Und nicht etwa Milky Way. oder Snickers. Tonart ist Dur. Es gibt auch noch die Tonart Moll. Aber die wurde hier nicht gefragt. Das hätte nämlich 4 Buchstaben. Und hätte es nur 3, dann wäre es Mol. Und das ist wieder was anderes. Das ist eine Einheit für das, glaube ich, für irgendwas mit Atomen. Französisch gut. Natürlich kennen wir von den Schokogut. Ungehobelter Kerl. Ja, das ist dann wohl der Barb A. Der übrigens gerne Rhabarberkuchen isst. Also zumindest gibt es Barbaren, die gerne Rhabarberkuchen essen. Bei Rhabarber Barbara. Das sind dann nämlich die Rhabarber Barbara Barbaren. Ja, und die lassen sich ihre Rhabarber Barbara... Warte mal. Ihre Rhabarber Barbara Barbaren Bärte bei einem Rhabarber Barbara Barbaren Bart Barbier schneiden. Zum Beispiel. Aber lassen wir das jetzt. Das ist nämlich nicht... Sanaa, genau, Sanaa war die Hauptstadt vom Jemen. Oder von Jemen. Ach, was weiß ich denn. Eine Backpfeife. Eigentlich würde ich jetzt mal nach dem bayerischen Wort dafür gehen, aber ich lasse das mal. Norwegische Popgruppe ist dann wohl Aha gewesen. Lateinisch für Erde war Terra, das hatten wir mal letztens. Arsen. Ist natürlich das chemische Zeichen AS. Ich habe das Periodensystem nicht im Kopf, aber meistens kann man sich aus dem Ganzen hier... Also, aus manchen Sachen kann man sich glücklicherweise was ableiten. Und dann kann man raten. So, Strophen sind Verse. Dauerbelastung. Stress solltet ihr möglichst vermeiden. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn es euch nicht gut gehen sollte, nehmt euch ein schönes, warmes Getränk, das euch gut schmeckt. Setzt euch hin, lauscht einfach meinen Rätselkünsten. Ha. Heizmaterial machen wir erstmal. Gas. So, und dann... denkt am besten nicht zu viel nach, wenn ihr sowieso Stress habt. Lasst euch einfach berieseln. Zum Beispiel von einer Espe. Sprechen. Ja, sprechen, das können wir auch. Das nennt sich reden. Kein einziges Mal. Nie. Davon gibt es auch Ritter, die das sagen. Stadt in Michigan. Dallas ist es nicht. Denver ist es nicht. Keine Ahnung, was in Michigan sonst noch so ist, aber wir kriegen das noch hin. Lateinisch für Zorn ist Wut. Nein. Türeinfassung ist ein. Ist das ein Rahmen? Nein. Unbestimmter Artikel, zweiter Fall. Könnte im zweiten Fall, also wessen. Eines, beziehungsweise einer, eines Mannes oder einer Frau zum Beispiel. Gucken wir mal, also das auf jeden Fall ist da schon mal richtig. Männlicher Artikel ist der.
das Holzraummaß. Oh Gott, was war denn das nochmal? Eine Ohrfeige ist hier gemeint. Ja. Der ist der männliche Artikel. Genau. Oh Gott, Pfeiler. Ich denke da gerade an. Ah, okay, Stütze. Stütze ist gemeint. So. Die Türeinfassung. Für alle, die vielleicht mit Handwerk jetzt noch nicht so viel zu tun hatten, aber das nennt man Zarge. Windrichtung ist natürlich Nord. Jetzt weiß ich auch die, dass, welche Stadt da gemeint ist. Und zwar eine Stadt, in der es ein Restaurant gibt mit dem schönen Namen Mom's Spaghetti. Welches geleitet wird von einem lokalen Musikkünstler. Also lateinisch Zorn ist dann wohl Ira. Genau. Eines. Genau. Nee, Ster. Ster war das. Detroit wird mit T am Ende geschrieben. Ja, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können. Weil S-D-E-R macht irgendwie keinen Sinn. Handelsgut ist die Ware. Hautwucherung. Geschwür. Ungefähr ist etwa. Und das hier, die Hautwucherung ist die Warze. Ja. Anredefürwort. Sie. Mathematischer Begriff ist der Teiler. Also ich verstehe nicht, warum die bei mathematischen Begriffen entweder einen Nenner, einen Zähler oder einen Teiler oder irgendwie sowas haben. Es gibt noch wesentlich mehr mathematische Begriffe. Gebildet. Belesen. So. Heimatplanet ist natürlich die Erde. Bühnenaufzug weiß ich immer noch gerade nicht, aber der Akteur ist ja, genau das. Der Bühnenaufzug war aber nicht der Akt. Doch, der Akt war das. Und tatsächlich, willkommen auf Afrikanisch ist mir leider nicht bekannt. Das gebe ich einfach mal zu. So, Akteur ist bestimmt nicht Dame. Mime? Der Mime! Und ich glaube, ja, Karibu. Moment. Das muss ich nachschlagen. Da muss ich jetzt gerade wirklich mal was nachschlagen. Neues Fenster. Zack. Ein Karibu ist eigentlich ein, das ist, ich wusste nicht, also vielleicht ist das ein netter Zufall, dass das auch willkommen heißt. Aber auf jeden Fall, das hier ist ein Karibu. Das ist ein, Moment. Eine Art Rentier. Soweit ich das verstanden habe. Und zwar nordamerikanischer Vertreter der Rentiere. Hat aber überhaupt nichts mit willkommen zu tun. Moment. Dann gehen wir doch mal Google Übersetzer. Willkommen. Und dann gehen wir natürlich hier Afrikaans ist welcome. Nee, oder habe ich mich jetzt verlesen? Ich guck lieber nochmal. Afrikanisch willkommen. Dann muss ich das jetzt so hinnehmen, dass Afrikanisch für willkommen so heißt wie ein Rentier aus. Ja. Nordamerika. Okay, damit haben wir dieses Rätsel schon mal hinter uns und zeitlich
stehen wir mit 10 Minuten gut da. Vortäuschen, ja, etwas faken. Aber nee, Moment, ich wollte ja erstmal wieder eine Streikmacht, ist ja auch ein schönes, nee, oder Streitmacht. Die Streitmacht, nicht die Streikmacht. Das wäre eine Union, eine Gewerkschaft. Okay, hier haben wir schon mal das. Dann kommt hier wahrscheinlich das hin. Nagender Kummer. Was ist denn nagender Kummer? Okay, ja. Ich glaube, ich hab's trotzdem. Münzgeld. Münzgeld. Kurzform von Beate ist auch klar. Okay, ich habe den ersten Buchstaben sicher. Ich weiß, was es ist. Kirmes. Ach, das hatte ich doch mal. Männername. Sich fast gleichen. Ähnlich sehen. Orientalischer Palast, das ist auch sowas. Kröte, Kröte. Ja. Okay, was haben wir hier? Lateinisch für inwendig? Was ist denn das Wort inwendig? Oh Mann. Oh, ich mag das nicht, wenn da schon Worte vorkommen, die ich ja nicht mal in meiner eigenen Sprache kenne. Französisch für Insel. Ein Gewürzkorn. Weiß ich auch noch nicht. Teil des Mittelmeeres. W-A-S-S-E. Ah, schade. Obergäriges Bier. Ja. Ich versuche mal noch irgendwas anderes rauszufinden. Den Buchstaben weiß ich. Okay. Absonderungsorgan. Weiß ich auch. Okay, ja. Okay, hier hatten wir das. Den Buchstaben weiß ich noch nicht. Den dritten kann ich leider auch noch nicht. Also vermutlich ist es ein N. Das so viel dürfte eigentlich fast schon klar sein. Das weiß ich auch. Okay, dann hätten wir da ein N. Ich gebe hier mal. Nee, ich gebe das mal nicht ein. Ich denke mir das nur. Ihr dürft das jetzt so wissen, dass da ein N wahrscheinlich hinkommt. Okay, ich weiß, was bei zwei, weil ich weiß das Lösungswort schon wieder. Also. Es ist der Manager, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schade, dass ich für sowas nichts bekomme. Ich würde mich echt drüber freuen, wenn die 50-Plus-Seite mich mal irgendwie, also mir, die können ruhig abtesten, dass ich das auch hier wirklich ohne irgendwelche Tricks und sowas mache. Also wenn die irgendwann mal rauskriegen, dass ich hier diese ganzen Kreuzworträtsel spiele und dass ich auf diese Art und Weise deren Kreuzworträtsel spiele, vielleicht wird sich das für mich irgendwann mal auszahlen. Keine Ahnung. Also die können mir gerne mal ein Kreuzworträtsel stellen und dann
Ja, lassen Sie mich das Rätsellösungswort erraten, ohne dass ich dafür irgendwas eintragen muss. Ich fände das echt mal schön, wenn sowas irgendwie extra belohnt werden würde. So, Edelsteingewicht ist natürlich Karat. Poetisch für Wasser. Watt. Nein. Aber wahrscheinlich könnte es sogar sein. Nee, Ether ist es hier nicht. Dann könnte es noch Rho sein. Dann ist es das auch nicht. Alpha, Beta, Gamma, Delta, wissen wir noch nicht. Rot und blaufarbig. Purple. Nein. Griechische Kunstgöttin. Och, das ist ja gemein. Ist wahrscheinlich nicht die gleiche griechische Göttin wie dort. Enge Treppe. Personalpronomen. Er, sie, es, wir, ihr, sie. Okay, ihr. Also wir geht ja auch nicht, wenn sie nicht ging. Merkwürdig, merkwürdig. Großes Sportevent. Das ist ein Cup zum Beispiel, aber das ist hier nicht. Bedürftig ist wahrscheinlich arm. Die EM, die WM. Ja, die EM ist es. Freiwillige Gabe. Wie nennt man das? Almosen ist jetzt nicht gemeint. Freiwillige Gabe. Spende. Genau. So, griechische Buchstaben. Also, was haben wir noch? Psi haben wir. Und Psi ist es. Wasser ist jetzt Vasa? Nee. Das wär's auch ein bisschen. Aqua, nein, nass. Das nass. Natürlich. Und als Personalpronomen, okay, in dieser Form ist es uns. Eine Stiege ist dann wahrscheinlich die enge Treppe, ja. Ah, Purpurn ist hier gemeint. Und die Kunstgöttin ist die Muse. So, obergäriges Bier, was haben wir da Schönes? Keine Ahnung, natürlich. Güstrow. Ist dann wahrscheinlich GU und irgendwas. GUE, natürlich. Der Este ist nämlich das hier. Der Baumteil ist der Ast, nicht der Est. Der nagende Kummer war Gram. So bin ich überhaupt erstmal auf das M gekommen. Münzgeld ist Bares. Oh, das wollte ich nicht. Bares. Nur Bares ist Rares, Wahres. Ja, irgendwann werden wir alle mit Bitcoins bezahlen, dann gibt's kein Bares mehr. Bitte lass diesen Tag nicht kommen, bevor ich sterbe. Englisch Krawatte ist natürlich Tie. Ich weiß gar nicht, sind die Tie Fighter in ja, ich glaube, die Tie Fighter sind tatsächlich nach Fliegen benannt, also nach diesen Krawattenfliegen-Dingern. Tragbehälter. Puh. Könnte alles Mögliche momentan noch sein. Sportgerät könnte ein Reck sein, ist es aber nicht. Sportgerät könnte echt alles sein, tatsächlich. Parat. Parat. Sohn Odins. Wir haben die Filme gesehen, wir wissen es. Das Vakuum, ist das eine Leere? Ah, okay. Das Spaltgerät, ach so. Boah. Warte mal, das Spaltgerät ist kein Beil? Aber das E stimmt, ne? Irgendwas sagt mir, das kommt mir gerade komisch vor. Tragbehälter. Dose?
Emsig, rege. Tragbehälter, was könnte da noch gemeint sein? Also parat ist erstmal bereit. So. Obergäriges Bier wird dann wahrscheinlich das Starkbier sein. Nee, gar nichts davon. Da war kein Buchstabe richtig. Stinkbier. Ich versuch's mal mit Stinkbier. Nein. inwendig. Intus. Intus. Ja, wenn ich jetzt dieses komische Bier inwendig habe. Ja, man kann also Bier inwendig haben. Zum Beispiel, oder andere alkoholische Getränke. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Teil des Mittelmeeres ist immer noch für mich Wasser. Also wir können hier auf jeden Fall ewig eintragen. Kirmes. Fiesta, nein. Uwe ist der Männername. Darf ich das nochmal sagen? Uwe! Entschuldigung an alle, die Uwe heißen. Sich fast gleichen. Ähneln. Natürlich, ich hab's doch schon gesagt. Sich ähnlich sehen. Weißbier? Weißbier ist obergieriges Bier. Schön zu wissen. War das Hera? Ja. Was ist denn eine Kirmes mit Irwa am Ende? Vortäuschen. Gaukeln. Keine Sorge, ist kein Corona. Ha, ich weiß mal was. ich bin mir ziemlich sicher, das ist Age of Empires sei Dank. So. Natürlich haben wir hier Sesam. Und Ise wird... Nee. Aber ihre... Nee, auch nicht. Ha. Ile. I, also wahrscheinlich nur irgendwie I ausgesprochen, aber ja. Oh nein, es sind nur noch zwei Buchstaben. Und das ist der orientalische Palast. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie auf die Idee kommen könnte, was das sein könnte. Ich glaube, das ist wieder ein Wort, das ich nicht kenne. Oh! Derail. Ich habe keine Ahnung. Serail. Gucken wir doch mal, was Serail ist. So. Serail, Wikipedia. Schauen wir uns das doch mal an. Als Serail, oder Sarai? Wird der Palast, die Residenz, der Regierungssitz, jetzt bitte nicht, später, eines osmanischen zentralen oder regionalen Herrschers bezeichnet. Okay. Das nehme ich jetzt so hin. Vielleicht merke ich mir das sogar. Dieser Palast heißt Sarai. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich werde es nicht versuchen, solange es mir keiner vorsagt. Genau, ja, und damit
sind wir mal wieder gut in der Zeit gewesen. Keine besonderen Sprünge, aber es läuft. Und solange das gut läuft und ich noch neue Wörter lerne, ist alles gut. Solange kann das auch noch so weiter. Ah, Moment mal. Jetzt bin ich erst fertig. Okay, ich habe noch das K für das Sportspaltgerät. Keil, ach so. Die meinen jetzt nicht eine Axt oder so, die meinen einen Keil. Und dann geht's wieder. Ja, finde ich ziemlich Keil. Okay, kann ich mich mit anfreunden? Ja, definitiv. Ein Keil ist auch ein Spaltgerät. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem aus South Park, der wird mit Y geschrieben. Und dann nicht mit I, L. Keil. Oh Gott. Damit verabschiede ich mich dann auch mal wieder. Es war schön, euch wieder in meinem Kreis begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.